Willkommen zurück zu Kontrast Folge 8, glaube ich. 8 ist es. Wir müssen die letzte Attraktion reparieren und das heißt, wir müssen jetzt zum Piratenschiff. Wir haben auch soweit erstmal alle Orbs hier in der Nähe gesammelt. Ich glaube nicht, dass hier noch was rumliegt. Und ja, die letzte Attraktion. Das letzte war hier oben vielleicht noch etwas. Ich schaue nochmal eben. Nein, hier oben liegt, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, hier oben ist auch kein weiterer Orb, den wir irgendwie liegen lassen haben. Ja, hier unten die Attraktion mit dem Schiff. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, was uns hier erwartet. Oh mein Gott. Torturga Revenge. Dann gucken wir mal. Ja, wir kommen nur an Bord. Akt 2, der Geist aus der Wüstentiefe. So, was haben wir hier? Spring aufs Boot, stand da, glaube ich, gerade. So, ein weiterer... Oh, wir haben doch Dings vergessen. Mist, wir haben ein Sammelobjekt vergessen. Mist, vielleicht kommen wir nochmal zurück. Das Piratenschiff muss repariert werden oder es fällt aus. Okay, das wissen wir. Wir haben ein... vergessen. Mist, in dem ersten Akt gerade, weil wir sind jetzt bei Akt 2. Und wir müssen jetzt mal schauen. Okay, hier kann ich die Kiste mitnehmen. Hier ist Licht und Schatten, da kann ich aber nirgendwo hin gerade. Hier vielleicht irgendwo. Schauen wir mal, ich kann die Kiste auf jeden Fall irgendwie mitnehmen. So. Ah, ich kann die Kiste natürlich auch mit in den Schatten nehmen. Aber ich kann damit nicht springen. Das heißt... Ah, okay. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Aber wir können da... Ah, okay. Wir können ja raus. Und hier einen Knopf drücken. Das heißt... Wunderbar. Captain on the deck. Avast there, first mate. Anchors away. Let's sehr schön. And hoist the mainsail. Wow. Uiuiui. Faszinierend. Oh, it's closed. Can you open it? Okay, finde einen Weg, die Tür zu öffnen und offen zu halten. Was haben wir hier? Ah, okay. Wir haben auf jeden Fall drei Schaltflächen. Hier ist es das grüne Tor. Da ist für das rote Tor und da drin sehe ich schon, ist es für fürs blaue Tor. Da müssen wir wahrscheinlich Kisten draufstellen. Wofür ist das hier? Okay, wir können nur in eine Richtung drehen. Naja, schauen wir mal, was uns das bringt. Ah ja. Schauen wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir hier drauf springen. Irgendwohin werden wir ja kommen. Vielleicht hierhin irgendwo. Ah ja, okay. Ich verstehe, worauf das hinausläuft bis jetzt. Ah, hier oben haben wir auch einen Orb. Den werde ich jetzt erstmal... Nee, Quatsch. Ich werde erstmal die Kiste fallen lassen. Das ist erstmal das Erste, was ich tue. Okay. Das war nicht so gewollt. Nein. Ich will da natürlich nicht runterfallen. Mein Gott, lass doch einfach die Kiste fallen. So, sehr schön. Kiste ist unten. Den Orb nehmen wir mit. Da haben wir 9 von 15. Und da oben war auch nichts mehr gewesen. Hier kommen wir auch darüber nicht. Da ist auch nichts mehr. Gut. Da haben wir wenigstens schon mal zwei Kisten. Nehmen wir die Kiste mal mit. Nach hier hin. Wunderbar. Die rote Tür ist schon mal offen. Wir brauchen aber noch... Komme ich denn hierauf ohne Kiste? Nee. Okay, wir müssen... Ach, hier unten war ja noch eine Kiste, ne? Stimmt ja. Die hier, die wir am Anfang hatten, die nehme ich mal mit. Und... Aber wie kommen wir auf die grüne Platte?
Ach, ich weiß wie. Wir können ja, stimmt ja. Wir können ja Kisten mitnehmen in Schatten. Ihr seht's. Ja. Dazu müssen wir das Steuerrad noch einmal drehen. Das werden wir mal eben tun. Und dann werden wir die Kiste nach drüben mitnehmen. Ich hoffe mal, das ist das Rätsels Lösung. So, hallo. Nehmen wir die mal mit, die Kiste. Ist aber ganz schön stark hier, unsere Dawn. Die hat ganz schön Power in der Arme, muss ich ja mal sagen. Okay, wir können nicht springen, aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht, weil wir hier so weiterkommen, ne? Kann das sein? Ja. Sehr schön. Ja, somit haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Aus dem Schatten raus. Wunderbar. Sehr schön. Das haben wir. Ui. Ui, das ist eine Achterbahn. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Steigt mit Diddy auf das Boot. Ja, das tun wir doch. Oh, hier ist noch ein Orb. 10 von 15. Also gibt es noch 5 Orbs, die hier noch zusammen sind. Und schauen wir mal. Wow. Ach du Kacke. Hoi. Krass. Das war aber eine ganz schöne Abfahrt. Für so ein Kinderkarussell. Oder für so eine Kinderachterbahn war das eine ganz schön krasse Abfahrt. Das war schon fast 90 Grad. Ui. Wow. Unglaublich. Ui. Okay. Und das Ding sollte uns nicht angreifen. Schafft das Tentakel aus dem Weg. Okay, da sehe ich wieder eine Leuchtkugel. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier alles tun können. Kommen wir hier rauf? Was bringt uns das? Ah, okay. Okay, schauen wir mal, ob wir da irgendwie da oben durchkommen mit unserer Superfähigkeit. Vielleicht bringt uns das ja was. Uah, okay, ich glaube schon. Ich glaube, das sollte so sein. Ah, okay. Entschuldigung. Hallo, spring auf die Kiste. Ne, okay. Dann schauen wir doch mal woanders, ob wir vielleicht hier woanders weiterkommen. Da ist eine Truhe, die auf und zu geht. Okay. Sieht schon, also ist schon toll gemacht, muss ich ja mal sagen. Faszinierend. So. Was haben, wo kommen wir hier lang? Ach, da kommen wir hier rüber. Probieren das mal aus. So, geh an die Seite, dann kommen wir auch hier hin. Kommen wir zur Leuchtkugel da drüben? Uah, das war knapp. Sehr schön, da haben wir die Leuchtkugel schon mal gesammelt. An Kanten können wir uns hier nicht festhalten. Nee, nee, okay. Gut, dann gehen wir mal... Hallo? Ich komme hier... Ich habe gedacht, das Spiel denkt jetzt, wir sind immer noch im Schatten, aber das waren wir nicht. Gut, dann gehen wir doch mal da drüben gucken und schauen, was passiert, wenn wir den Knopf drücken. Oh. Eine Pinballkugel. Was tut die? Wow. Okay. You may fire when you are ready, Gridley. Wow. Okay. Ja, jetzt kommen wir auch wahrscheinlich dahin. Okay, wir sollten nochmal schießen, aber... Probieren wir es nochmal. Na toll. Das Ding ist jetzt schon kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir es einmal benutzt und es ist schon wieder hinüber. Na supi. Okay, aber ich glaube... es fährt auch nicht ganz runter, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, das Ganze wird sich wahrscheinlich im Schatten abspielen. Naja, gucken wir mal. Also.
Wir können jetzt da hinten rüber. So wie ich es schon vermutet hatte. Dann gucken wir mal. Probieren wir es mal aus. Sehr schön. So, die Kugel nehme ich gleich mit. Ja, so kann man Türen auch öffnen. So, wir wissen, Gegenstände können wir mitnehmen in die Schattenwelt. Das probieren wir hier mal aus. Ich würde gerne die Kamera drehen. Ah, jetzt. Okay. So. So, wie ich schon sagte, werden wir wahrscheinlich die Kugel im Schatten mitnehmen. Und dann hier platzieren. Und schauen mal, was dann passiert. Wahnsinn. Wie cool ist das denn? Was? Okay. Ist ja geil. Wie cool ist das denn? Ah, ich sag nur, Leute, kauft euch dieses Spiel. Es ist total cool. Es macht eine Menge Fun. So diese Rätsel zur Lösung, alles. Feuer frei! Wunderbar. Da verschwindet auch schon das Tentakel. Oder die Tentakel. Und damit haben wir auch... Yeah, Big Squid. So, Riesenkrake. Die haben wir besiegt und wir müssen wieder zurück. Sonst war hier auch nichts mehr. Mich ärgert das so, dass wir das Sammelobjekt nicht gefunden haben. Das ärgert mich ein wenig. Aber nun gut. Steigen wir wieder ins Boot ein. Wow. Oh nein! Oh, okay. Verpasse den letzten Schlag. Oh, da oben ist wieder eine Leuchtkugel. Gut, dann schauen wir uns mal ein wenig um. Wir müssen auf jeden Fall das Monster besiegen. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie... Was können wir hier tun? Ah, okay. Okay. Sehr schön, damit haben wir schon mal wieder eine weitere Leuchtkugel. 12 von 15. Huch. Okay, hier können wir irgendwas tun. Hoppala. Schauen wir uns hier unten. Ah, okay, hierfür brauchen wir auf jeden Fall wieder die Leuchtkugeln. Da haben wir ja ein paar. Und hier ist eine... Ah, so, okay. Alles klar. Wir müssen also wieder die Kanone laden. Um dort... Hallo? Um dort, wahrscheinlich das Monster zu besiegen. So. Dann probieren wir das mal aus. Gehen wir da in die Schattenwelt. Ach so, stimmt ja. Ach nein, Quatsch, was mache ich denn? Hm. Stimmt ja, wir können ja im Schatten mit Gegenständen nicht springen. Das vergesse ich immer wieder. Stimmt ja, wir müssen also quasi die Kugel erstmal ablegen. Um dann, quasi uns wieder hochfahren zu können. Und dann, stimmt ja, da war ja was. Ich vergaß. So. So, dann nehmen wir die Kugel wieder, legen sie hier wieder hin, fahren dann nach oben. Das sieht gut aus. Sehr schön. So. Und, ja, damit haben wir die Kugel in der Hand und, was damit in dieser Kanone passiert, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge Kontrast und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und dann werden wir wahrscheinlich hier dieses Monster besiegen. Und ja, ich würde sagen, schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Also, macht's gut. Tschüss.